Hallo Römerlieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Nach Pokémon Mystery Dungeon Team Rot folgt jetzt Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Ich habe mir Team Himmel ausgesucht und ich Team Zeit oder Dunkelheit, da wir bei Team Himmel noch diese extra Missionen haben am Ende des Spiels. Und die würde ich gerne spielen. Wir starten ein neues Spiel. Ja. Moment, erstmal hier hinsetzen. Und Kabel richten. So. Wartet, Moment, hab's gleich. Ja, gut. Willkommen. Dies ist das Portal, das zu der von Pokémon bewohnten Welt führt. Jenseits dieses Tores warten neue Abenteuer und Erfahrungen auf dich. Bevor du ins Abenteuer aufbrichst, musst du einige Fragen beantworten. Beantworte sie aufrichtig. Nun, bist du bereit? Dann lass uns mit dem Fragespiel beginnen. Ja, und ihr seht schon, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Das ist ja ein DS-Spiel, deswegen habe ich mir so überlegt, dass ich ein kleines Hintergrundbild nehme. Raptain und so. Ich kann es euch mal kurz komplett zeigen. Zack, zack. Das ist ein normales Hintergrundbild. Und ja, unten rechts so einen relativ unnützen Bildschirm. Aber er muss ja trotzdem vorhanden sein. Und ja, ganz groß den Hauptbildschirm, den wir nutzen werden. Gut, hast du Team Zeit bzw. Dunkelheit gespielt? Ja, habe ich. Ich habe sogar beide gespielt. Ich hatte sogar beide hier für mich bei mir zu Hause. Für den DS. Du wurdest zu einer tollen Feier eingeladen. Sie sollte eigentlich jeden Moment beginnen, aber es ist niemand da. Was denkst du? Ist etwas passiert? Falsches Datum vielleicht? Starte ich die Feier eben selbst. Ja, das passt zu mir. Definitiv. Wenn du jemanden bei einer schlimmen Tat beobachten würdest, würde es dann von dir Schelte geben? Klar. Dein Freund hört dir auf einmal nicht mehr zu, obwohl gestern noch alles in Ordnung war. Was ist passiert? Vielleicht ist er krank? Er ist Gedanken verloren? Was? Warum? Er ist Gedanken verloren. Wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, bleibst du dann dieser treu? Kommt immer drauf an. Wenn man mich mit guten Argumenten vom Gegenteil überzeugt, dann nein, aber eigentlich ja. Oder? Ja, doch, ich würde schon sagen, ja. Glaubst du, dass deine Lernmethoden gut sind? Nein. Hey, was ist das? Da ist jemand hinter dir. Na, hast du dich gerade umgedreht? Nein, denn hinter mir ist eine Wand. Okay, ja, habe ich. Mann, mach mir keine Angst. Okay, du hast mich reingelegt. Darauf falle ich nicht rein. Hä, was? Deine Freunde schmieden knapp außer Hörweite Pläne für eine gemeinsame Unternehmung. Was denkst du? Ich möchte auch mit. Ist schon in Ordnung, ob sie mich einladen? Ich möchte auch mit. Deine Verabredung ist spät dran. Ist das in Ordnung für dich? Ja, kommt immer drauf an. Aber eigentlich ja. Männlich. Nun wird deine Aura analysiert. Deine Aura ist die Energie, die du ausstrahlst. Entspann dich. Drücke deine Fingerspitzen sanft auf das Band. Sanft. Genau so. Nicht bewegen. Oh yeah. Deine Aura konnte identifiziert werden. Nimm nun jetzt den Finger von deinem Touchscreen. Ja. Deine Aura ist ein dunkles Meeresblau. Ja. Das ist beim DS-Simulator immer so. Ein schickes Meeresblau. Aber es ist auch eine schöne Farbe. Aber ich glaube, genau die gleiche Aura hatte ich damals sonst auch immer. Danke für die Beantwortung dieser Fragen. Kein Ding. Du bist eher der kühne Typ. Du bist so mutig und schreckst vor nichts zurück und hast mehr Mumm und Schneid als viele andere. Du hast kein Problem, dir im Restaurant die Reste einpacken zu lassen, oder? Ja, eigentlich nicht. Wenn du zum Essen eingeladen wirst, bestellst du reichlich vom Besten. Und du zögerst kein Stück, etwas zu tun, bei dem andere lieber zweimal drüber nachdenken. Vielleicht bemerkst du es gar nicht, wenn du anderen auf die Füße trittst. Du hast das Potenzial, ein richtig guter Kerl zu werden. Als letzter Mensch auf Erden. Also, ein kühner Typ wie du sollte... Oh, wie süß! Schilast! Yay! Zu guter Letzt, wer wird dein Partner sein? Weder das Pokémon, das du als Partner möchtest. Riolu vielleicht? Ein Fampi wäre auch ganz geil, oder? Eneko, Mauzi... Mamfaxo. Mamfaxo ist auch eigentlich ziemlich cool. Vielleicht ein Shiggy, aber nee, Shiggy hatten wir im letzten Projekt schon, Vollregel auch. Kanimani, Flamdi, Hydrobi, Penflam. Ich glaube, ich gönne mir echt ein Riolu. Ich glaube, Riolu ist voll cool. Aber es könnte vielleicht... ich weiß nicht.
zwürfenst später, ne? Fumpi. Faxo, Gluman, Jashigi, Panfa, Fumrike. Ja, wir nehmen Riolu. Oder Fumpi? Fumpi wäre auch cool, oder? Riolu, Fumpi, Riolu, Fumpi. Ich weiß es nicht. Riolu. Ja. Okay. Wir nennen es. Wie nennen wir denn unser Partner diesmal? Draki hat mit dem letzten Projekt. Ich glaube, wir gönnen uns dieses Mal. Ja, wir nennen diesmal Dragon. 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 Jo. Okay, angelehnt an Flo. Okay, sei es. So sei es. Ihr seid startbereit. Ab in die Welt der Pokémon. Seid stark, bleibt smart und seid siegreich. Natürlich werden wir das sein. Ja, Dragon ist angelehnt an Flo. Kapitel 1. Ein Sturm auf See. Bist du in Ordnung? Nein, nein, nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Ach, komm schon, halte durch. Nein, ja, ich kann nicht mehr. Okay. Heftiger Sturm. Wow. Okay. Wo bin ich? Ja, wie süß wir aussehen. Ich kann nicht. So müde. Ah. Nee. Nein. Ich will nicht länger nur zur Untätigkeit verdammt sein. Es ist soweit. Es ist soweit. Heute muss ich einmal Mut aufbringen. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck, wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Riolu. Der Fußabdruck ist von Riolu. Das ist mir vielleicht ein Schreck eingejagt. Ich bin einfach zu feige, um reinzugehen. Ich habe mir eingeredet, heute sei es soweit, aber... Ich dachte, es würde mir helfen, meinen Schatz mitzunehmen. Ich kann es einfach nicht tun. Ich bin ein solcher Feigling. Das ist ja so entmutigend. Riolu läuft echt cool, finde ich. Er läuft echt cool. Hey, Zubat. Hast du es mitbekommen? Darauf kannst du wirklich schmoggern. Unser kleines Schlaffi, der sich hier rumgedrückt hat. Der hat etwas Interessantes dabei, wie? Ganz genau. Und ich sah aus wie ein Art Schatz. Gehen wir daher? Na klar. Okay. Oh, Krabi macht einen Blubber. Das sieht cool aus. Hab ich noch Kaffee drin in meinem Becher? Ja, ein bisschen. Oh, wow. Oh, was für eine herrliche Aussicht. Wenn das Wetter schön ist, kommen die Krabi bei Sonnenuntergang heraus und pusten Blasen in die Luft. Wie sich die Sonnenstrahlen in all diesen Blasen spiegeln. Oh, es ist immer wunderschön. Ja, finde ich auch. Hier komme ich immer her, wenn ich mich elend fühle. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wieder gut. Dieser Ort heitert mich auf. Ich bin schon besser gelaunt. Hey, was ist das? Was ist denn da drüben los? Hä? Wow, da ist jemand im Sand zusammengebrochen. Was passiert? Alles okay?
Oh gut. Du kommst zu dir. Ich bin erleichtert. Wo bin ich? Du lagst ganz reglos da. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Erinnerst du dich, wie du ohnmächtig geworden bist? Ich war ohnmächtig? Was ist passiert? Also, ich bin Dragon. Freut mich, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Was? Du bist ein Mensch? Du siehst für mich wie ein ganz normaler Chilast aus. Was? Hä? Wow, fuck, es ist wahr. Alter, ich bin zu einem Chilast geworden. Aber wie ist es geschehen? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist etwas merkwürdig. Soll das irgendein Streich sein? Nein. Du hast die Wahrheit gesagt. Na gut, wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name? Ach ja, mein Name ist Doki. Natürlich, also... Ja, Doki. Oh, du heißt Doki? Okay, nun, zumindest scheinst du kein bösartiges Pokémon zu sein. Ach was, nein, ich doch nicht. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Weißt du, neuerdings gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Viele Pokémon sind in letzter Zeit aggressiv geworden. Alles ist ziemlich chaotisch. Wow, ouch. Oh, das tut mir aber leid. Hey, warum hast du das gemacht? Komm schon, nicht selbst drauf. Wir wollen Ärger machen. Du hast wohl nicht den Mumm dazu, dich zu wehren. Aber was? Was? Das gehört dir, oder? Nein, das ist... Ach, sorry, du Zwerg, aber das nehmen wir. Ah, ey. Wow, willst du sie nicht zurückholen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine Angst hast bist. Komm schon, hauen wir ab. Bis irgendwann, du Meme. Hey, die haben mir das gezeigt. Ja, man, die haben mich. Ja, oh. Was soll ich nur tun? Das war mein Schatz, er bedeutet mir alles. Ihn zu verlieren. Nein, keine Zeit darum zu grübeln. Ich muss ihn zurückholen. Hilfst du mir? Was soll ich machen? Wir haben keine Zeit zu verlieren, komm schon. Aber du kannst doch nicht, Oh, mein wertvoller Schatz. Würde er, der verschwinden, ich... Bitte, zu Hilfe. Ich, ja, schon klar. Aber wirklich? Oh, du hilfst mir wirklich? Danke, schnell gehen wir. Ja, kein Ding. Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt. Muss ich sagen. Begib dich zur Treppe. Greife Gegner durch Drücken von A an. Gegner agieren nicht, bevor du nicht agierst. Ja, wir machen aber erstmal anderes. Einstellungen. Touchscreen überall. Steuerung. Statistik, Textblock, Karte und Team. Ach, Top-Dings. Will ich bitte... Statistiken? Nein. Was sind die Statistiken? Ja. Alles das, okay. Jetzt haben wir die Karte wieder auf unserem Screen, ne? Aber wenn wir die Karte... Moment, ich will das mal kurz alles einstellen. Karte und Team. Genau, Karte und Team hatte ich immer eingestellt. Das ist super. Touchscreen. Eigentlich gerne überall. Untere Bildschirm, offene Karte, schattierte Karte. Genau. Raster. Ein Tempo. Schnell. Schnell. Ferne Teammitglieder ansehen. Selbst ansehen. Schlagsicht. Ja. Angriff ein. Achso, nee, nicht. Richtung prüfen. Wir lassen uns das einfach mal so. Fenster. Rahmentyp. Wir würden gerne einen coolen Rahmen haben. Jetzt haben wir den. Ich will den schlichten. Oder? Eigentlich sieht das schon ganz cool aus, ne? Wir nehmen den. Karte. Achso, ja, okay. Textprotokoll. Achso, das ist das. Missionsziele, Dungeon-Tipps. Nicht Items. Attacken. Panzerschutz, fixieren. Jetzt haben wir die Karte auch bei uns. Ah, Moment. Dann will ich das einstellen. Unterer Bildschirm, keine Karte, genau. Ups. So, jetzt haben wir da keine Karte, genau, super. Jetzt haben wir die Karte nämlich nur oben, beziehungsweise, ja, links auf der Seite. Und sonst ist alles gleich wie sonst auch. Das heißt, Angriff machen wir halt mit, also die fixierte Attacke mit L und A.
Und normaler Angriff, einfach nur mit A. Und ja, du kannst ein Item tragen. Die Items, die du auf dem Boden findest, haben viele nützliche Effekte. Wenn du ein Item findest, öffne das Menü mit X und wähle die Option Items, um zu sehen, wie du sie, wie du es verwenden kannst. Eine Siedlerbeere füllt KP auf. Öffne das Menü durch Drücken von X und wähle sie dann im Schatzbeutel aus. Wähle danach Essen aus. Ja, was machen wir noch? Warte mal, was? Hast du schon eine... Hast du ein Item? Item keines. Dann heb's doch auf! Ups. Muss gedrückt halten, okay. Meine Attacke, Gesichter wird mir helfen. Nee, eigentlich nicht. Okay, gut. Es ist, ja, ein bisschen ungewohnt, weil du hier halt Einstellungen hast, die du bei dem anderen Mystery Dungeon nicht wirklich hattest. Und es läuft auf jeden Fall um einiges flüssiger. Es ist auf jeden Fall schön. In manchen Gegenden findest du ein Feld mit grünem Pfeil. Ein Wunderfeld. Tritt drauf. Statusveränderungen werden beseitigt. Ja. Ausdauer. Ist jetzt nicht so... Ich guck gleich mal erstmal, was Riolosu für Attacken hat. Ruckzuckhieb auf jeden Fall. Ruckzuckhieb und Ausdauer. Und Gesichte. Ja gut, das hat er ja auch eben erwähnt, ne? Ausdauer von Dragon lässt nach. Okay. Gut, ja, und ich muss mich jetzt mal umgewöhnen, dass die Karte, dass ich die Karte oben links eingestellt habe. Aber so ist halt hier der Weg, die Karte nicht unbedingt im Bild, weißt du? Es ist halt angenehmer, finde ich, dann so zu spielen. Zack. Gut, ja. Ich bin gerade irgendwie am Überlegen, ob ich aus Versehen... Ist etwas unklar? Du erhältst Hinweise, indem du mit X das Menü öffnest und dann unter anderem die Option Dungeon Tips wählst. Ja, nee, ist alles okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft zu flüssig. Zu schnell. Ist das da oben vielleicht ein Belebersamen? Wäre ganz cool. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Zack. Nein! Okay, gut. Ruckzuckhieb eingesetzt, das war schön. Mach doch kein Gesichte. Aber so ein Corazon ist auch cool eigentlich. Oh geil, wir sind Level up. Level 6. Dokis KP steigen um 3. Nice. Das ist schön. Und Riolu auch Level 6. Neue Attacke erlernen. Weil der hat schon... Oh, der hat noch ein Biss. Okay. Ich würde sagen, anstatt Gesichte macht er mal Konter. Konter ist nämlich eigentlich ganz cool. Yeah, mein Level ist gestiegen. Geil. Er hat Biss. Hat er Biss schon einmal eingesetzt? Ich glaube nicht, oder? Okay, wir sind Strandhöhlengrube. Jetzt seid ihr fertig. Fällig, nicht fertig. Hey. Na sowas, wenn das nicht unser alter Freund die Memme ist. Gebt mir zurück, was ihr gestohlen habt. Das ist mein Schatz, er bedeutet mir alles. Na, Schatz, sagst du? Ja, dieses Ding ist also wirklich wertvoll, was? Ich würde sagen, das Ding könnte mehr wert sein, als wir gehofft haben. Wir sollten versuchen, es zu verkaufen, weiß? Wer weiß, vielleicht kriegen wir einen guten Preis. Noch ein Grund, es nicht zurückzugeben. Was? Wenn du es unbedingt zurück willst, komm ich von dir und hol es dir. Okay, let's go. Let's fight against these bastards. Nice Ruckzuckhieb. Schöner Biss. Hui. Und die haben ja gar nichts an Life, ey. Ha, besiegt. Easy. Sie haben uns geschlagen. Verflixt, wir haben die Schwächlinge es geschafft, uns zu schlagen. Ja, nehmt es halt. Bildet euch nicht drauf ein, ihr hattet nur Anfängerglück. Genau, merkt euch das. Okay. Oh, mein Reliktfragment. Oh, ich bin so froh. Ich habe es tatsächlich zurückbekommen. Und das liegt daran, dass du mir geholfen hast, Toki. Vielen Dank, Toki. Kein Ding. Habe ich gern getan. Nimm mal wieder gern. Ich bin wirklich dankbar. Ich habe nur geholfen, weil ich zufällig gerade da war. Ob das richtig war? Na, ich glaube schon. Dieses Pokémon ist mir wirklich dankbar. Es ist schön, von jemandem geschätzt zu werden. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Das haben sie gestohlen. Das ist mein Reliktfragment. Naja, zumindest habe ich angefangen, es so zu nennen. Aber dieses Reliktfragment, es ist mein wertvollster Schatz. Weißt du, ich mochte schon immer Legenden und Sagen. Ich finde Geschichten aus der Vergangenheit so aufregend. Geht es dir nicht auch so? Versteckte Schatztruhen und seltsame Relikte.
unerforschte Orte, die von Dunkelheit umgeben sind. Und fremde Länder, die darauf warten, entdeckt zu werden. Solche Orte müssen voller Gold und Schätzen sein. Und Geschichte. Oh, wäre es nicht toll, geschichtliche Entdeckungen zu machen. Davon träume ich die ganze Zeit. Ich finde das wirklich aufregend. Und eines Tages gelangte ich dann zufällig an dieses Reliktfragment. Zugegeben, es ist nicht so wert, es sieht nicht so wertvoll aus, aber sieh genauer hin. Was ist denn da? Ah. Siehst du? Auf dem Stein ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Ja, stimmt. Das ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster muss eine besondere Bedeutung haben. Dieses Reliktfragment muss ein Schlüssel zu sagenhaften Orten sein. Zu Orten, an denen kostbare Schätze liegen. Das sagt mir jedenfalls mein Gefühl. Ja, das magst du recht haben. Darum will ich ein Erkundungsteam beitreten. Dieses Fragment muss irgendwo hineinpassen, wo genau, das will ich herausfinden. Ich will das Rätsel um ein Reliktfragment lösen. Daher wollte ich mich schon früher bei einem Erkundungsteam bewerben. Aber ich habe einen Rückzieher gemacht. Was ist mit dir, Doki? Was willst du jetzt machen? Du hast dein Gedächtnis verloren und du hast dich irgendwie in ein Pokémon verwandelt. Weißt du, wo du jetzt hingehen wirst? Falls nicht, kann ich dich dann um einen großen Gefallen bitten? Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden können. Doki. Was sagst du? Bitte. Was soll ich tun? Moment, dieses Angebot kommt aus heiterem Himmel. Ich weiß nicht mal, was ein Erkundungsteam ist. Was soll ich tun? Soll ich mit diesem Pokémon ein Erkundungsteam gründen? Willst du... was will ich? Was meinst du damit? Willst du mich überreden? Was? Dich überreden? Das hatte ich nicht vor. Nun, ich bin ein echter Feigling. Ehrlich, ich dachte, ich sei auf dich angewiesen, Loki. Aber während des Kampfes mit Smogon vorhin, da hat es mich sehr ermutigt, dich dabei zu haben. Ich traue mir alles zu, solange du nur bei mir bist, Loki. Oh, das kommt jetzt aber plötzlich, ey, hui. Also, komm schon, ich flehe dich an. Lass uns ein Erkundungsteam bilden. Du und ich. Ich meine, es kommt ziemlich plötzlich, aber die Idee klingt eigentlich ganz cool, oder? Na, komm. Stimmt, ich habe wirklich keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es kann wohl nicht schaden, wenn ich mich fürs Erste mit Dragon zusammentue. Vielleicht erfahre ich irgendwann, wer oder was ich bin, wenn ich bei diesem Pokémon bleibe. Okay, abgemacht. Ja, los, machen wir's. Ja? Ja, wirklich? Oh, wie cool. Du willst mit mir ein Erkundungsteam gründen? Ah ja, vielen Dank. Wir werden ein großartiges Duo abgeben. Du wirst sehen, wir schaffen das. Ja, das glaube ich dir. Lass uns als Erstes zur Knuddeluff gehen und uns bei ihm als Lehrling anmelden. Dort müssen wir trainieren, um ein erstklassiges Erkundungsteam zu werden. Meine Güte. Das Training wird mit Sicherheit hart. Ja, ist wahrscheinlich. Aber lass uns unser Bestes geben, Doki. Natürlich machen wir das. Ja. Und so kam es. Das ist Dragon und Doki. Ein Erkundungsteam gründeten. Wie sich herausstellen wird, war dies der erste Schritt zu vielen fantastischen Abenteuern, die sie noch erwarten.